the story so far. Agent 47 and his handler, Diana Burnwood, are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman 2. Ja, ich habe jetzt gerade erst das Spiel gestartet, Alter. Das ist jetzt schon wieder ein wenig zu laut. Ja, einfach mal alles so. At the location. No hostile presence. Understood. Alma Reynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low. Most likely planning the militia's next strike. Reynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Genau, also, damit ich jetzt reden kann, wir spielen Hitman 2, Leute. Ja, ich war jetzt eine Zeit lang krank. Ich bin immer noch ein bisschen krank, deswegen nicht wundern, falls ich ab und zu mal einen Huster von mir gebe oder so. Oder mal die Nase hochziehe. Das entschuldige ich jetzt hier schon. Und ja, das ist jetzt mal ein Spiel, was wir sonst, also eine Art Spiel, die wir sonst eigentlich nicht so oft spielen. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und was dann auch noch praktisch kam, ist, dass mich hier ja, eine bestimmte Website angeschrieben hat, und zwar, davon erzähle ich euch jetzt mal, gameivo.com. Gameivo.com ist nämlich eine Website, die Spielkeys verkauft oder Gutscheinkeys. Das heißt, wenn ihr auf der Website zum Beispiel irgendwas bestellt oder kauft halt, dann kriegt ihr nicht das Spiel per Disc zugesendet, sondern ihr kriegt dann einfach gleich sofort so einen Code, den ihr dann auf Steam, auf Origin oder sonst irgendwo Xbox, PS4 einlösen könnt. Und dann habt ihr das. Und ja, das ist so die erste Zusammenarbeit auf diesem Kanal hier. Deswegen, ja, ist halt was eher Besonderes, würde ich sagen. Weil davor wurde ich noch nie von irgendwem angeschrieben oder so. Und genau, die haben mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt. Deswegen werde ich euch jetzt einfach kurz erklären, was ihr mit Gameivo so anstellen könnt. Und zwar, wie schon gesagt, könnt ihr auf Gameivo sehr billig Steam-Keys oder halt Spiel-Keys kaufen. Kommt immer darauf an, was ihr kaufen wollt. Es gibt zum Beispiel auch, nachdem man auf der Website auch selber Sachen verkaufen kann, also theoretisch könntet ihr da jetzt auch eure Steam-Keys verkaufen, wenn ihr wollt. Gibt es natürlich auch ab und zu ein paar Sachen, die jetzt nicht ganz so vorteilhaft sind, zum Beispiel Apex-Coins im Wert von 10 Euro, die jemand versucht für 13 Euro zu verkaufen. Sowas gibt es da drauf auch, aber großteils gibt es da drauf ziemlich gute Spielangebote. Zum Beispiel habe ich mir Mother Gunship, das ist zwar schon ein eher älteres Spiel, aber ist man ja meistens so, die eher älteren Spiele bekommt man meistens billiger. Das habe ich für 85 Cent bekommen. Also 85 Cent ist der Grundpreis. Beim Kauf ist es immer so, es gibt einen Grundpreis, wie eben der Steam Key zum Beispiel jetzt ist. Sagen wir, ihr wollt euch Ark holen. Ihr holt euch jetzt einfach mal Ark, das kostet, keine Ahnung wie viel das kostet. Auf jeden Fall billiger, als wenn ihr es für 60 Euro auf Steam kauft.
Dann holt ihr euch das und dann werden da noch ein paar Euro, also ich glaube erstmal ein paar Cent oder ein Euro oder so für den Käufer nochmal draufgehauen, dass der ein bisschen mehr dafür bekommt. Und je nachdem, mit was ihr dann zahlt, also zum Beispiel bei PayPal waren es glaube ich 60 Cent oder so oder 40 Cent ungefähr oder ein Euro bei, kommt immer drauf an. Auf jeden Fall nicht allzu viel. Das heißt, es wird dann meistens nochmal 2 Euro draufgehauen, was das Ganze aber jetzt auch nicht schlechter macht bei solchen Preisen. Also, ich habe dann insgesamt mein hier Mother Gunship, das Spiel habe ich dann irgendwie für 1,24 € oder so gekauft. Also, ja, im Vergleich zu den 15 Euro oder 10, die man auf Steam zahlen muss, ist das halt schon mal ziemlich viel eingespart. Noch dazu könnt ihr euch mit dem folgenden Gutscheincode, sage ich mal, der jetzt hier im Bild eingeblendet wird, könnt ihr euch damit auch noch mal ein bisschen Rabatt gönnen, wenn ihr den vor dem Kauf in die entsprechende Leiste eingebt, dann kriegt ihr dann nochmal ein bisschen Rabatt. Ist jetzt halt noch auf den alten Kanalnamen angelehnt, aber ja, ich meine, wir wollen ja nicht, dass man sich nicht mehr an den alten Kanal erinnert, oder an den alten Namen besser gesagt. Wenn ihr Game Evo auschecken wollt, dann unten in der Beschreibung, erster Link, da könnt ihr zu Game Evo kommen und euch vielleicht nice Spiele holen. Ist ja auch jetzt Weihnachtszeit, deswegen eignet sich das, glaube ich, ganz gut. Falls ihr noch kein Geschenk habt für euren Bruder oder so, dann, ja, falls der sich irgendwie mal Ark oder ein anderes Spiel oder GTA, was auch immer ihr wollt, für alle Plattformen, wenn er sich irgendwas gewünscht hat, dann könnt ihr da gucken, ob ihr davon was findet und ihm dann vielleicht schenken. Also ja, aber jetzt weiter mit dem Video. So, mal sehen. Ich habe Hitman noch nie davor gespielt. Das ist gerade das erste Mal, dass ich spiele. Entdecke. Okay, ich bin ziemlich langsam. Schleichen. C. Okay, so kann ich schleichen. Das ist schon mal. Das ist eher so ein Stealth-Game, sage ich mal. Also, ja. Deswegen, ich habe nie wirklich irgendwelche Spiele der Art gespielt. Wie ihr wahrscheinlich am Content merkt, den ich hochlade. Aber ich finde, das Spiel sah interessant aus. Deswegen, ja, ich habe es wahrscheinlich auch wieder komplett zu spät, sage ich mal. Aber rüstet ihre Pistole aus. Ah, und jetzt? Ach so, da gibt's Kameras. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Okay, gut, dann müssen wir wohl Kameras ausschalten erstmal und dann können wir erstmal in das Haus einbrechen. Instinkt, halte Steuerung, um Instinkt einzusetzen. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Ah ja, okay. Also Instinkt ist anscheinend, wir können Zeug sehen, was bringt und wo was You should ist. be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area 47? Okay, dann muss ich wohl hier mich umgucken. Naja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal. Wie kann ich hier wieder irgendwie. Was ist das denn, Alter? What? Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Münze. Ich habe eine Münze, okay. Krass. Okay, ich nehme mal eine Münze. Nee, obwohl, das ist dumm. Ich brauche ja meine Waffe noch. Ach ja, ich habe den ersten Teil von Hitman noch nicht gespielt, deswegen bin ich storytechnisch so, nicht so ganz dabei, aber ich habe anscheinend jetzt mitbekommen, oder habt ihr auch, ich schneide die Cutscene am Anfang eh rein, also ihr habt auch alles Mögliche mitbekommen, was gerade abging. Also falls ihr auch noch nie Hitman gespielt oder gesehen habt, dann ja, seid ihr jetzt auf dem gleichen Stand wie ich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon rein soll oder nicht, also hier kann ich mich auf jeden Fall verstecken, wenn nötig. Kann ich da irgendwie hochklettern? Nee. Okay, hier gibt es auch nochmal Poolzeug. Da hat sie ja gesagt, ich sollte mich hier umgucken. F. Ach. Ah. Aha, was guckt der denn Schönes? So. Let's look. Jetzt muss ich das hier aufschrauben. Ach, und dann kann ich in die Garage. Ah ja. Bodies. Da hat er wohl Leute umgebracht. Female. Early 30s. Executed. I see them. Was ist das? Ah. Bastards. Ein Rohr. Lena's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so.
The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Ich weiß, ach so. Ah, okay, da kann ich mich verstecken. Ich dachte, ich kann damit irgendwas machen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade aufgehoben habe. Was habe ich denn jetzt alles? Ein Bleirohr, halt meine Waffe, ein Schraubenschlüssel war das wahrscheinlich, den ich aufgehoben habe. Ja, ich nehme mal wieder meine Waffe, nicht dass hier der Dude mich noch überfällt. Ich muss erstmal hier die ganzen Sachen nehmen. Abgelaufene Dose Spaghetti-Soße. Oh, die scheint gefährlich zu sein. Da nehme ich mir doch gleich ein paar mehr mit. Weil, naja, wer will nicht abgelaufene Spaghetti-Soße haben? Rattengift! Oh ja, Rattengift ist gut. Aber abgelaufene Spaghetti-Soße ist dann halt doch nochmal ein bisschen gefährlicher. So, kann ich da rein? Auch nicht, nein. Kann ich hier durch? Ja. Hier sind Fische. Okay, ich habe gerade Rattengift ausgerüstet. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die effektivste Waffe. So, da ist Pool. Wahrscheinlich ist der Typ oben oder so. Hier scheint er nicht zu sein. Was gibt's hier? Oh, vergiften. Ja, das mache ich doch mal. Rattengift. Hätte ich auch die Spaghetti-Soße nehmen können? Weiß es nicht. Oh, Hackbeil. Und ein Messer. Das nehme ich auch. Ich nehme einfach alles erstmal mit. So, was gibt's hier? Ach, das ist der komische Raum. Der hat's aber auch mit seinen Gemälden hier. Oh. Kiora, Ari from Kiwi Repair here. Don't know when you folks are back in town, but give me a shout so I can swing by and fix that pesky bathroom ventilation system for you. I can't have the whole house smelling of nail polish now, can we? And anywho, like I said, just give me a shout. That's Ari, the repair guy. Ah ja. Okay. Achso, das habe ich ja schon gehört. Okay. Gut, da kommt anscheinend irgendein Typ, wenn man den anruft, dann kommt er vorbei und versucht, das Lüftungssystem zu reparieren. Ich könnte ihn wahrscheinlich dann umlegen und mich als ihn verkleiden. Und dann leichter Zugang bekommen. Eine Waage, so ein Scheiß. Hier könnte ich es wieder überfluten. Ich will mich erstmal umgucken. Irgendwie scheint der Typ hier nicht zu sein. Oh Gott, Alter. Hilfe, was ist das denn, Alter? Ja, so ein Bild habe ich auch immer gern in meinem Schlafzimmer. Ja, nee, danke, Alter. So ein Fernseher hätte ich aber schon gerne im Schlafzimmer. Einschalten. Ich weiß nicht, hier ist noch so ein gruseliges Bild. Ich höre die ganze Zeit irgendwen. Aha. See if you can't access it. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Oh, das war aber gut versteckt, der geheime Raum. So, was kann man hier noch machen? Büste. Ah, okay. Hier sind schön Waffen. Ich glaube, da nehme ich dann lieber hier Waffen mit. Ja, warum nicht? Ein paar Wurfsterne. Katana auch noch. Shotgun, Maschinengewehr, alles. Alles ausräumen. So, jetzt bin ich ausgerüstet. Was gibt's hier? Passwortzeug. Dietrich. Was, Beweise zerstören? Nee, erstmal noch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, was für Beweise. Also, was ist das hier? Schließen, nee. So, jetzt habe ich aber den komischen Schlüssel, jetzt kann ich hier rein.
I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. Oh. Motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Hmm. Nothing on the Shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Oh, okay. Ich habe eine Waffe. Soweit sind wir ja schon mal. So, jetzt weiß ich aber nicht. Okay, da sind Leute. Oh, die patrouillieren jetzt hier überall, oder was? Okay, ich würde sagen, ich schalte erstmal die draußen aus. Ich finde es auch gut, dass hier die Zeit pausiert wird. Dann hat man immer schön Zeit zu überlegen, wie man Leute auslöscht. Okay. Ja, oder auch nicht. Ich glaube, der kommt nicht so weit. Dann halt doch einfach schallgedämpfte Pistole. Oh, ups. Ach, der ist noch nicht tot, oder was? Uff. Ja, ihr seht schon, wie gut ich in Stealth Games bin. Oh, was haben die hier? Eine Shotgun, die habe ich ja auch. Warte, dann hole ich doch mal eine Shotgun. Oh, oder ich säbel die weg, Alter. Mit einem Katana. Was? Ah. Ach so. Oh Gott, das Nahkampfsystem ist ja komisch hier, Alter. Darf ich auch? Okay, man muss anscheinend immer Rechtsklick drücken, bevor man Zeug dingst. Ich glaube, ich spiele es auf einem komplett falschen Weg gerade. Eigentlich sollte es ja so hier dingst. Ich bin eh schon ziemlich tot. Ich komme einfach da raus und sterben. Naja. So geht's natürlich auch. Das wird, glaube ich, schwer, sich umzugewöhnen von ich renn rein und töte alle auf Stealth Game. Ich war auf jeden Fall sehr stealthig unterwegs, muss ich sagen. Das ist schon das Schleichigste, was ich sein konnte. So, jetzt mal sehen. Sind die hier noch irgendwo? Oder haben die sich jetzt schon verpisst? Wenn ja, wohin? In den Geheimraum oder was? Von innen verschlossen. Joa, ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen, würde ich sagen. Kommt man von noch irgendwie rein? Ah, warte, ich habe ja hier Instinkt. Ah ja. Die sitzen beide da oben drin. So, von der Garage kommt man hier irgendwie rein? Aha. Ah, oh. Okay, da komme ich rein, ja. Was ich noch probieren könnte ist, warte, das ist ein Stromkasten, oder? Ne, ein Spind. Dietrich, ja. Wow, Klappmesser. Naja,
Was kann ich jetzt probieren? Irgendwie muss ich jetzt da oben rein. Ich könnte versuchen aufzusprengen. Weil ich glaube, ich habe Granaten mitgenommen vorhin. Splittergranate. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. Oh, doch. Hat geklappt sogar. So, und jetzt noch den anderen Typen. Ah, nee, doch nicht. Doch. Ist der andere Typ auch schon tot, oder was? Ah, nee, da unten rennt er. Komm zurück, du. Alter, wo rennt er hin? Da hinten rennt er hin. Der wird jetzt erstmal mit einer Zange verprügelt. Du kannst dich nicht verstecken, mein Freund. In your face. So. F nehmen, B ziehen, Genick brechen. Genick brechen. Oh, nicht Ziel getötet. Egal. Naja, dann ziehen wir dich erstmal noch weg. Vegetation. Ablegen. Okay, hier ist glaube ich eh niemand mehr, der es sehen könnte. Ah doch, da hinten sind sogar Leute, die es sehen könnten. Aber die sehen ja selbst mich nicht, wenn ich auf sie schieße. Jetzt muss ich einen Weg rausfinden. Da hinten muss ich hin. Was habe ich denn noch für Waffen? Habe ich irgendeine, die gut auf Fernkampf sein könnte? Scheint nicht so. Oh Gott, Alter, wie schießt die denn? Ja, kommt nur näher. Ja, die mache ich dann lieber mit meiner kleinen Pistole weg. Die ist genauer. Kopf. Das Auto ist explodiert. Willst du es nicht angucken? So, hier kommt keiner lebend davon, würde ich sagen. Ich weiß zwar nicht, was die mir getan haben, aber... So, da ist noch einer. Ich glaube, jetzt sind alle tot. Ne, der Typ da hinten noch. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Da muss das Zeug jetzt halt den Rest machen. Ich glaube, er ist tot. Ne, er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. So, ich glaube, jetzt ist jeder tot. Körper wurde gefunden. Okay, nee, ein paar Leute leben noch. Egal, irgendwer muss ja erzählen, dass ich hier war. Alter, ich hoffe, man kann später noch schneller rennen oder ich mach's die ganze Zeit falsch. So. So. Fertig mit der Mission, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Missionen es in dem Hauptspiel so gibt, ohne sich DLCs zu kaufen, weil ich weiß nur, dass man sich ziemlich viel DLCs kaufen muss, um neue Level zu bekommen. Ich weiß aber nicht, wie viel im normalen Spiel drin ist. Ich habe auch die Gold Edition, deswegen sind ein paar Level schon noch extra dabei. Aber ja. Ich habe mir übrigens auch gedacht, weil ich habe jetzt kein extra Dezember-Projekt oder sowas. Was ist das jetzt? Achso, das sind wahrscheinlich die ganzen verschiedenen Sachen, wie es hätte ablaufen können. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz viel bekommen oder so. Ja. Aber, wie gesagt, das war jetzt so, weil ich kein richtiges Dezember-Projekt habe oder so, wie andere YouTuber, die jetzt irgendein Weihnachtsprojekt haben. Da dachte ich mir halt, ja, spielen wir doch Hitman. Spaß für groß und klein, weihnachtsfreundlich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ist mal so eine andere Art von Game. Ist jetzt nicht vielleicht so actiongeladen und so wie die anderen. Also, außer man macht so wie ich, dass man einfach reingeht und jeden umbringt. Aber ich versuche mir ja anzugewöhnen, ein bisschen stealthier unterwegs zu sein und vielleicht ein paar kreative Wege zu machen, um Leute zu töten, anstatt sie einfach zu erschießen, wie man es auch in jedem anderen Spiel macht. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder.
Und vergesst nicht, Gamey Wars zu checken. Bis dann. Tschüss.